spielen auch eine gewaltige Rolle mit, weil die haben mit der E-Mobility verstanden, dass sie ja nicht nur Wasser und Strom oder Wärme, wie es hier heißt, verkaufen, sondern dass sie auch E-Mobility verkaufen. Und war am Anfang noch der Gedanke, naja, Sie kennen das, unsere Bundeskanzlerin hat ja gesagt, 1 Million Autos 2020. Dann hat man natürlich schnell gerechnet und konnte feststellen, da kann man ja vielleicht was verdienen, aber es geht nicht so an. Man hat aber jetzt einen anderen Weg erkannt. Man geht mit den Carsharern zusammen, die Elektromobilität in den Städten anbieten. Und daraus wird für die ein Schuh, den sie finanzieren können, so finanzieren können, dass am Ende auch tatsächlich das Engagement länger anhalten kann. Ist auch politisch wieder natürlich wichtig. Aber sie verkaufen auch Produkte in dem Bereich. Oder Ladeboxen in dem Fall. Also sie tun sich zusammen mit Nissan und Renault und versuchen hier in den Markt einzutreten, der unter Umständen durch kleine regionale Energieunternehmen bestimmt ist, Gemeindewerke. Also sprich, habe ich meinen Zählerkasten von den Gemeindewerken unten, kommt die große RWE und steckt ihren Zählerkasten oder ihre Ladestation dann in die Garage, dann kann ich mir schon entscheiden, ob ich jetzt den einen oder den anderen will. Also das ist knallharter Wettkampf, der hier stattfindet unter dem Siegel der Multimodalität, der E-Mobilität. Ja, wer muss jetzt handeln? Ja, die Politik muss handeln. Wir sind immer noch im Verkehr. Wir sind in dem Verkehrsraum und Sie müssen als Politik quasi, ob das jetzt die Landespolitik, ob das die Kommunalpolitik ist in diesem Bereich, ob das Verbände sind und Interessensvertreter, sie müssen sich eigentlich zusammenfinden, weil es gibt genügend Ziele, die das auch fördern. Aber wir müssen auch aufpassen, dass es nicht dazu führt, dass sich der Wettbewerb so verbreitet, dass wir am Ende gewisse Konstanz wieder verlieren, weil dann vielleicht der ÖPNV nicht mehr finanzierbar ist über die Aufgabenträger, weil die Fahrgäste weggehen. Wir haben solche Effekte, sieht man schon, dort wo Studentenstädte sind, im Sommer, schöner Sommer, da wird geradelt. Wenn dann, Sie kennen das Thema Einnahmeaufteilung in Deutschland, wenn dann ein Verbund zählt und in dem Sommer natürlich dann weniger Fahrgäste bei dem städtischen Verkehrsunternehmen drin hat, dann kriegt er natürlich in der Summe weniger Gelder zugewiesen aus den Zeitkarten. Also das ist ein Thema, das ist überhaupt noch nicht gelöst, da hat noch keiner an die Multimodalität gedacht. Ich hoffe, dass da mal ein Verständnis dafür kommt, dass wir sowas eigentlich nur hinkriegen, wenn auch weitere Prozesse orientiert sind. Ja, und dann haben wir natürlich den Gestaltungsaspekt, die Gestaltungsebenen. Ich hatte Ihnen oben nochmal alles schon mal, es sind jetzt mehr geworden, mehr Schachteln, Taxi, wir hatten das ja gehört, ÖV, Fahrrad, das Carsharing, die ganze E-Mobilität verdoppelt das teilweise auch in diesem Bereich nochmal. Und da geht es eigentlich darum, wie werden die Angebote gestaltet, denn unter diesen neuen multimodalen Aspekten, es kann ja nicht alles so bleiben, wie es ist, sondern es muss sich ja dann aufeinander abstimmen, also die Partner müssen an den Tisch sich setzen. Die Technik ist notwendig, ist zwar manchmal lästig, weil das funktioniert ja manchmal nicht, aber sie ist notwendig, damit die Endkunden überhaupt dafür eine Information kriegen und dass es das gibt, dass ich es einfach buchen kann. Denn Multimodalität ist erstmal was super Komplexes. Es ist einfacher, nur ins Auto zu steigen und von A nach B zu fahren. Aber jetzt meine Wegekette zu organisieren über einen Zeitraum, ist einfach super schwierig. Das heißt, ich muss hier eigentlich eine Herkulesarbeit leisten. Und ich muss natürlich dieses Thema der Vernetzung und Standardisierung auch über die Grenzen hinkriegen. Denn wir können heute nicht mehr von einem Binnenmarkt reden, wo eine Lösung dazu führt, dass jetzt in einer Stadt etwas funktioniert, sondern es muss eigentlich über die Grenzen hin funktionieren. Sie sind betroffen davon, weil sie aus den verschiedenen Ländern natürlich angefahren werden, tagtäglich. Die Beiträge, da springe ich jetzt einmal drüber. Die hatte ich jetzt gerade gesagt. Ich will jetzt aber Sie nochmal in drei Projekte reinführen zum Schluss. Die Räume ist einmal Frankfurt, einmal Stuttgart und einmal natürlich Luxemburg. Ich fange mal mit Frankfurt an. Ich hatte ja vorher gesagt, das ist ein Polyzentrum. Dort gibt es starke Player, es gibt einen Verkehrsverbund dort. Es gibt auch Straßenbehörden, die sich organisiert haben in diesem Bereich. Und es gibt aber auch dort eine Organisation, die ist von kommunalen Trägern, wird die finanziert, inklusive aus Hessen und inklusive Mainz. Die Stadt Mainz ist auch dabei, also ist Rheinland-Pfalz, ihr Partner oder Nachbarland, auch da dabei. Und die haben natürlich überlegt, wie kann ich jetzt es zukünftig ermöglichen, wenn jetzt die vielen Daten der multimodalen Anbieter kommen, wie kann ich es ermöglichen, dass mein Endkunde eine Information darüber kriegt. Und klassischerweise sagt jeder sofort, da gehe ich in die Auskunft und da kriege ich das.
und da geben wir die Daten ein und dann kriege ich es auch. Und so ist es aber nicht, denn es ist so, in dem Augenblick, wenn Sie ÖV, IV oder verschiedene Modi zusammenbringen und wirklich die Rolle des Verkehrs einnehmen, müssen Sie öffentliche Strategien, Umweltstrategien, also in Deutschland gibt es Umweltzonen und so weiter, müssen Sie in diesem Bereich berücksichtigen. Und das ist nicht mehr nur eine Zahl 1 und 0, sondern das sind Entscheidungen von Menschen, die Sie in Regeln umsetzen. Diese Regeln müssen Sie in diese Maschinen reinbringen. Und damit sind Sie in einem Bereich, wo es natürlich sehr, sehr schwierig wird. Und das bedeutet, dass wir das Thema intermodale oder multimodale Logik erst noch erfinden müssen, das gibt es noch nicht. Gehen wir in den Bereich Stuttgart Services. Dort versucht man, die verschiedenen Modis, die da sind, zusammenzuführen, ich sage mal, in eine Service GmbH, in eine Servicekarte. Sie kennen das bei Ihnen auch, es gibt bei Ihnen auch die Chipkarte, die modifiziert und erweitert wird. Man versucht, die Modis aber zu verbinden von unterschiedlichen Branchen, da gehört auch Banken dazu, die Banken mit ihrem Kreditwesen sind dabei, da werden Bonisysteme integriert und man stellt jetzt schon fest nach einem Dreivierteljahr, das Schwierigste dabei sind die AGBs der unterschiedlichen Partner. Da gibt es die Parkhausbetreiber für intermodale Verkehre, die haben ganz andere AGBs als die städtischen Parkhausbetreiber. Da gibt es die Anforderungen der Stadt sozusagen, die gemeinwirtschaftlich ist. Da gibt es die Anforderungen Car2Go, die sagen, wir geben gar nichts raus, Kundendaten sowieso nicht. Und ich denke, das Projekt läuft jetzt noch 2,5 Jahre in diesem Bereich. Es wird noch eine spannende Aufgabe nächstes Jahr und da sind wir sehr stark involviert in den Bereich der Geschäftsmodelle, diese, sage ich mal, Partner zusammenzubringen. Was aber bemerkenswert ist, dass kaum war das Projekt gestartet, alle Partner plötzlich auch eine rege Aktivität um den mobilen Endkunden gestartet haben, weil sie dann doch erkannt haben, ah, da könnte bei dem mobilen Endkunden tatsächlich Geld sein, mit dem ich eine Wertschöpfungskette bedienen kann in dem Bereich. Das heißt, man hat hier eigentlich mit einem Layer versucht man hier die Partner zusammenzubinden. Was nicht gemacht wird, und da komme ich dann auch auf Luxemburg, ist, dass wir infrastrukturell antworten auch gleichzeitig, weil das ein Forschungsprojekt der Elektromobilität des Bundes ist. Das heißt, infrastrukturell ändern, dass ich meine Angebote ändere, dass ich Infrastrukturen baue in diesem Bereich, im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten. Und das bedeutet natürlich, dass das eigentlich ein Ansatz ist, der oben über dem ganzen Thema natürlich des Verkehrs, der Hardware liegt. Und deswegen möchte ich auch ganz speziell, speziell nochmal auf den Fall eingehen, wie diese Geschäftsmodelle sich denn eigentlich dann abbilden. Die Geschäftsmodelle, Sie sehen hier mal so ein Beispiel aus diesen ganzen Betrachtungen, da ist der ÖPNV dabei, da ist ein Carsharing dabei, da ist ein Schwimmbad, das ist ein gemeindlicher Bereich. Die wollen alle natürlich in irgendeiner Form den Endkunden haben, den Nutzer haben und den Geld davon haben. Und wenn ich die jetzt zu sogenannten Business Use Cases verbinde, dann stellt sich die Frage, und das wird auch hier in Luxemburg wichtig sein, sind alle Partner zu verlinken in ihrer Eigenständigkeit oder muss ich alle Produkte der Partner zusammenbringen für den Endkunden unter einem Label, das ist der untere Bereich, also eine Integration stattfinden lassen. Aus dem Bereich der Payment-Dienste, die sagen alle, es geht nur unten so, weil der obere Bereich ist aufgrund der Kundendaten und auf der Langlebigkeit eigentlich funktioniert nicht. Der untere Bereich ist aber schwierig, weil da jetzt gemeinwirtschaftliche Partner drinnen sind. Und die haben natürlich ganz andere Ansprüche als privatwirtschaftliche. Die können das einfach, sag ich mal, per Paragraph regeln. Und ich meine, hier ist es natürlich jetzt wichtig, dass man natürlich auch in Luxemburg natürlich die Frage stellt, wer präsentiert sich da gegenüber oder im Fall von BMW, bin ich zwar eine Service, habe ich eine Service-Plattform, sehe mich aber dann gegenüber einem BMW-Kunden erstmal als White Label dabei und aber kriegt den Kunden dann bei mir, dass er mich mal kennenlernt im ÖPNV. Das ist so die spannende Frage. Luxemburg zum Schluss hat natürlich, und es ist schon angesprochen worden vom Herrn Minister Wieseler, die Anforderung natürlich ein Verkehrsproblem auch zu lösen. Und ich meine, die Fragestellungen sind genau ausgerichtet auf intermodale Verkehre, man will Infrastruktur bauen, man geht her und tut Thema Park and Ride aktivieren, man hat das Thema globale Telematikprojekte in dem Bereich. Und deswegen habe ich das gerne jetzt hier als Beispiel genommen,
dass es einen Gesamtansatz abbildet. Also dass es nicht nur der Telematikansatz ist, sondern dass es ein Gesamtansatz ist. Was aber spannend dabei sein wird, ist, dass wir den Telematikanteil, den Sie hier sehen, zeitlich so koordinieren, dass es ineinander geht mit den infrastrukturellen Maßnahmen, die man aufnimmt. Und infrastrukturelle Maßnahmen sind immer natürlich länger, Bauten dauern länger, Angebote einrichten dauern länger in diesem Bereich. Aber ich muss informieren können. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, dass man in Inkrementen vorgeht, weil der multimodale Reisende in diesem Bereich, der hat natürlich ein großes Interesse, dass er erstens eine Kontinuität bekommt und dass er auch eine Auswahl bekommt. Und das muss eigentlich Luxemburg mit seiner Informationsplattform zukünftig abbilden, sukzessive die Angebote integrieren. Sie sehen rechts, es gibt Rad, es gibt Flugverkehr, je nachdem, was das für ein Kunde ist. Es gibt das Ausland, das ist das Besondere an Luxemburg, das auch verknüpft werden soll. Dass es nicht einfach ist, das können Sie sich vorstellen. Dass es lange dauert, so wie ich angefangen habe mit meiner Rede, das ist, glaube ich, klar. Aber eine kulturelle Veränderung, es lohnt sich, das durchzuführen. Ich glaube, am Ende, die Sachen, die ich kenne, waren alle zufrieden. Sowohl der Verkehrsteilnehmer als auch die Institutionen und die Verkehrsträger dabei. Ich möchte mich dabei erstmal bedanken bei Ihnen und wollte Ihnen damit auch nur einen kurzen Überblick über das schwierige Thema Multimodalität aufzeigen, so wie es sich heute im Weltmarkt ein bisschen abbildet. Dankeschön.